Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy. Ja. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen den See dort hinten freigeräumt. Warte, den gefrorenen See. Ja. Damit wir dort unseren Weg finden können. Da war zuerst ein Langbein, zwei Wächter. Alles da dämonisch natürlich. Hier ist schon wieder neue. So, danach haben sich dort Stürmer angesiedelt. Und natürlich Wächter. Da haben wir uns alle geholt. So. Mit äußerster Leichtigkeit. Boah, das ist ja wie sämtliche Winter auf einmal. Ja, eben. Und wir wollen jetzt zum Banditenlager. Aloy hat Blut gelegt. Wir sollten aber unterwegs noch mal gucken, ob wir hier ein bisschen Heilung finden für Aloy. Ui! Jetzt schon weiter, was ist denn da? Was haben wir denn hier? Trampler. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Würden wir aber trotzdem hier das hier einsammeln. Ich weiß gerade nicht, gegen was sind die? Schwäche. Trampler, dämonische. Nee. Da sind mir ein paar zu viel. Da würde ich später nochmal wiederkommen. Das würde jetzt wieder ausarten hier. Ich will das Banditenlager machen. So. Wie viel haben wir jetzt? Nee, Quatsch. Wo müssen wir hin? Da ist ein Lagerfeuer. Können wir zum Speichern nehmen. Wir schleichen uns einfach mal an denen vorbei. So, ist das wieder was Heilendes? Was Heilendes. So. Versuchen wir mal die ganze Heilung hier abzugreifen. Ohne dass die da uns unbedingt sehen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja. Lagerfeuer ist wo? Da. Das ist ja mitten im Kampfgebiet, oder? Kann das sein? Ich meine, hier hätten wir schöne weiter Felder, wo wir uns ja austoben könnten mit denen. Ich weiß gerade nicht, wie so ein Trampler. Was für Power der hat. Ich könnte mal kurz einen anschießen, um zu sehen, was der, wie Aloy den verletzt. So, wir machen mal hier unten wieder neu. So. Haben wir hier hohes Gras. Ich will nur mal sehen, was die verletzbaren Dinger sind. Oh, da hinten ist Gras. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Ja. So, was hat er jetzt gezogen? Drauf gedrückt, Mensch. Wir müssen aufpassen hier wegen unserem Metallschaden, wegen den Pfeilen. Das wurde mir letztens auch wieder erst klar. Körper, Schwäche, Eis. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Probieren in der Hoffnung, dass ich noch mehr mitkomme. Er rennt natürlich nicht so durch, oder? Nicht dein Ernst.
Könnte ich auch mal den Anstand haben, da durchzulaufen. Nee, warte, nicht so lange der... Was sind das denn da für welche? Banditen. Geht schon los. Okay, der hat Muffensausen. Gut, okay, scheiß drauf. Holen wir uns die da. Was ist denn da? Was ist denn los? Ui. Das ist aber nicht wegen mir hier irgendwie angepisst, oder? Oh, wir warten mal kurz. Also ich meine, wir könnten die machen, tatsächlich. Also machbar sind die auf jeden Fall. Und auch gute Erfahrungen bekommen. Aber es dauert. Ich konnte es mir gerade anders hier dort stehen. Wir sind auf die da sauer, oder? Wenn jetzt rausrennen, dann sehen die mich. Deckung finden würden. Ah. So, wo sind die Kameraden? So. Hier, Heilung. Was war das denn da oben? Da ist das Banditenlager. Schnellscherben, ja. Okay. Dort wohnen die Bastarde. Die will ich haben. Mal gucken, ob ich hier das... ist das hier was zum Heilen? Keine Ahnung. Da oben ist noch was zum Heilen, oder? Können wir doch eigentlich mit dem Fokus gucken, oder? Okay. Würden wir uns unsere volle Aufmerksamkeit... Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Hä? Was willst du mir damit sagen, Edel? Dass du das nicht tun möchtest? Du wirst es aber tun, auf mein Geheiß. So. Ey! Nee. Erstmal müssen wir hier, guck mal, Heilung sammeln. Ey. Das ist keine Heilung. Das war keine Heilung. So, hier ist noch Heilung, oder? So. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So. Auch in der Deckung spüren mich diese Geräte auf. Das ist ein Langhals dort. Auch in der Deckung, das ist Mist. Moment. Aber ich hoffe mal, das soll kein Problem sein. Warum schießen die auf mich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer sowas macht oder warum. Aber wir haben ein paar Fallen bauen.
Bitte renn du wenigstens dadurch, wenn das die Maschinen schon nicht machen. Schock wäre wahrscheinlich besser gewesen, oder? Fies, oder? Sie ist weg. Jo. Noch lache ich, weiß, noch lache ich. 1050 Kröten. Das ist ein XP mehr hier. Das ist ein XP Pool ohne Gleichen, ehrlich. Jo. Guck mal oben rechts. Oh. Alter, das können wir nochmal machen. Nein! Das hier, Mensch! Warte. Wir haben hier, guck mal hier, zack. Ja. Sag mal, das hier sollst du machen, verdammt doch mal, du blöde Kuh. Oh. Guck mal da. Komm, Bosti. Ui, du schießt zurück. Hey. Keine Zeit zum Nachdenken haben. Stufe 34, jawohl! Was, wo denn? Da hinten. Geh durch da. Jetzt hab ich dich. Nein, hast du nicht. Warte, so. Guck mal hier. Nein. So. Na komm schon. Und point. Boing. Und Bingo. Ei, scheiße. Das war noch nicht alles. Lass mir erstmal den einen Schuss hier. Scheiße. Hoffen wir, dass wir hier vorne den Finger nicht. Ja, nochmal. Aus der Deckung. Oh, scheiße. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, habt ihr nichts Besseres zu tun? Lasst mir Ruhe. Ihr habt eigentlich jetzt gar nichts getan. Halt. Komm. Ich lass mal einen Scan laufen. Halt doch mal da durch. Ich mach dich. Ich hätte getroffen. Hast du aber nicht. Sie ist verschwunden. Jo. Mal sehen, was für einen Fleck du hinterlässt. Und jetzt mit aller Kraft. Hier noch in der Nähe, und der eine? Das könnte. Da willst du weglaufen. Ich laufe nicht. Die Brücke sieht echt aus für dich. Hemden scheinen. Ich erledige dich. Ja, mach mal. Wir sollten das mal. Scheiße. Wir sind schon sehr auf dem Haufen. Ja, hau das mal ab hier. Los.
her! Jawohl! Hey! Ich weiß nicht, ob das hilft, wenn wir jetzt speichern gehen. Wir werden aber mal Folgendes machen. Wir werden den Leder nehmen. Ich speichere das mal kurz zwischen, ja? Hier unten drauf. Jo. Ey Leute, komm, lass uns weiter spielen gehen. Oh, mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Ja. Super. Schaffen wir. So, da oben. Das ist natürlich scheiße, wenn wir neu laden müssen, dass alles von vorn beginnt. So. Das war der falsche Pfeil! Die Dinger müssen auch vorsichtig sein wegen Ressourcen. Hab ich dich! Hey! Wer wird denn? Kommt näher! Als da oben tatsächlich. Ist das zu fassen? Also diese Wächter da vorne am Tor, die kotzen mich gerade ein bisschen. Guck mal hier, zack. So. Machen wir das mal so. Ist ein Anfang. Ich geh mal ein bisschen weiter hier hinter. Das letzte Eck. Natürlich, wenn wir zwei auf einmal reinrennen würden. Nein. Das ist gemütlich. Wir sind dort überhaupt die drei. Dort hinten fünf. Ja, wer weiß, wie viele sich noch dort hinten verstecken. Hey! Ich mach mich hier selbst verrückt. So. Leise. Wenn wir gerade ein bisschen Gras weiter hintergehen. Weil wenn die ihre ja aktivieren, dann finden die mich am Ende. Komm schon. Hm.
wie ein Langhals dort auseinandergenommen. Ich den jetzt anlutsche, da kommt ja. Das muss der Wind gewesen sein. Jo. Wird, so wird's wohl sein. Ich seh nach. Ja, mal. Was machst denn du, Aloy? Jetzt sind die alle aufgescheucht wieder da drin. Soll ich einer vor? Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Bitte den Banditenanführer. Ja, das machen wir ja. So. Ganz gemütlich, Aloy. Wir machen das ganz gemütlich hier. Wir könnten allerdings auch mal, wenn die mal sich mal beruhigt haben dort oben, könnten wir auch mal hier den Weg versuchen. Das Problem ist, dort oben habe ich aber keine Deckung. Keine sonderliche. So, wo sind die? Wo stehen die ganzen und Typen? Tschüss! Jo. Ist sie nicht niedlich? So. Da ist ein Angelutschter. Hatten wir denn auch eine Sprengschleuder oder so? Als wäre noch eine Sprengschleuder. Das Problem ist, dafür brauchen wir aber zum Herstellen wieder dasselbe wie für die Sprengfallen. Ist doof. Gibt's ein Boot? Wo sind die ganzen? Ah ja, okay. Erwischt. Einfach weitergehen. Ach, die rennen alle zum Tor. Oh, scheiße. Haut da! Wenn wir nicht kämpfen. Nein! Genau, ihr werdet auch die Nächsten sein. Ob du kämpfst oder nicht. Hey Leute, ihr hört euch alle. Achso, der kommt hier runter. Das ist aber nett. Komm schon. Ja, komm her hier. Deine Leute hatten recht. So. Fangen wir wieder beim Haupttor an. Wäre eine Alternative, wäre eine Möglichkeit. So. Als Alternative. Hier dort oben einer. Da steht einer. Den werden wir von seinem wachsamen Dasein befreien. Bingo. Ist das schön. Oh, ich sag ja, noch lache ich. Bald werde ich heulen, wenn das Banditen so weitergeht. Banditen sind nicht subtil. Sie geil. Auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Ja, also, Aloy. Den setzt du kein Signal mehr, die tötest du gleich. Die wirst du vernichten in meinem Auftrag. So, hoch hier. So, mal gucken, wo die alle sind. So. Ei. Ach nee, das ist der Tote. So. Na? Scanner-Bandit. Ah. Wie hatten die eigentlich davon? Da hinten ist noch einer. Weil da sind noch welche. Das Problem ist, mit dem Kopfschuss würden wir ja natürlich, haben wir natürlich die besten Karten. Wenn wir Kopfschuss hinkriegen. Bitte den Banditenanführer. Das habe ich vor. So. Lass mal diesen Strunk hier wegnehmen. Ich sehe da gar nichts. So, nimm mit.
So, welches ist jetzt der Banditenanführer? Das ist Ihr Alarmsignal. Hey! Das sollten Sie lieber nicht auslösen. Was ist das da im hohen Gras? Nein, nichts, alles gut. Alles friedlich, hier ist nichts. Oh, hier war doch was, ich bin gerade in ein Höfchen getreten. Oh. Hm. Wo du auch sein magst, komm schon. Ich hab doch gesagt, hier ist nichts. Warte. Oh, wie viele sind noch? Da müssten wir mit Kopfschüssen wieder arbeiten. Was ist das denn? Was leuchtet da? Vorratskiste. Achso. Oh. Ich denke mal, hier hinten sind auch noch eine ganze Menge. So. Wie gesagt, bin noch nicht so hastig hier vorgehen. Das Problem ist, wenn ich den da anlutsche, da kommen die wieder alle angeschlichen. Wir könnten auch mal was anderes machen. Nein, hier. Nein. Nein, Mensch, was machst denn du? Du sollst die... Boah. Wieder in der Nähe? Ja, da, der ist gefährlich. Nein, das sollte schon aufschlagen werden. Scheiße. Getroffen damit. Da. Yeah. Uah. Da. Uah. In hier. Scheiße! Das Problem ist. Ja. Sag ja, noch lache ich. Na gut, egal. Nee. Ich will das Ding aber haben. Komplett von vorn machen. Ja.
Das ist die Frage. Das will ich jetzt noch wissen. Hä? Das Problem ist, ich will die gerne haben da oben. So. Dieser automatische Speicherplatz, der gerade geladen wurde. Wie alt ist der? Stufe 34. Das hat's aber mitgenommen. Warte mal. Ich guck erstmal hoch, wie viele hier noch sind. Ja, wisst ihr was? Das finden wir in der nächsten Folge raus. Wir speichern das jetzt nochmal auf einem anderen Speicherplatz hier. So. 24. Nee. Wir nehmen das Ding hier. So. Und in der nächsten Folge gucken wir hier, ob wir hier was wir noch alles machen müssen an den Banditenlager. Ich mache das Banditenlager auf jeden Fall platt. So, damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Könnt auch mal in die anderen Projekte reinsehen. Würde mich freuen. Lasst mir ein Abo da. Dankeschön. Ciao.